Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Räupi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Los, Dingens. Ach, verdammt, ich dachte, du bringst mich direkt zum Raumschlacht. Sternjäger, mein Gott. Aber wir müssen noch vier Kills, vier Geschütze kaputt hauen und 10 Gegner mit einem Bomber töten. Auf einer Map, wo wir ja auch gegen. Wo wir Bomber spielen können, das wäre sehr schön. Das wäre es dann, glaube ich, auch, was ich mir vorgenommen habe. Bomber. Spiel sowieso am liebsten, glaube ich. Habe ich so für mich entschieden gerade. So, die Frage ist jetzt natürlich mit Geschütze. Meinen die jetzt hier was an den Korvetten dran ist hier, diese ganzen Kleinteile oder so platzierte Geschütze, die manchmal irgendwie im Dings sind. Auf Sternzerstörer oder was weiß ich. Ja. So wie schon mal dazu. Guck mal, 3000 HP, ey. So viel HP kannst du kriegen. Wie will ich? Wie hab ich jetzt? 2000 irgendwas, ey. 2475. War nochmal Dings. Wenn wir den Feind jetzt hier fassen, alles klar. Ja, okay. Nein. So, meinen jetzt hier da die Dinger oder? Ja, den nehme ich hier gerade auseinander. Sehr dran, Mann. Boah. Ist gerade eingefallen, man kann auch wieder auf, man kann auch frei mit den Raketen schießen. Warum fliegen die eigentlich hier durch die Gegend? Heute ist ein schöner Tag. Blatt. Boah, tot. Mir nicht angesehen und boah, ich hatte den gerade erledigt, ne? Krieg ich die Punkte noch nicht mal dafür, gibt's doch nicht. Soll ich mich jetzt auf das Ziel konzentrieren, damit wir überhaupt noch weiter spielen können, oder soll ich mich darauf konzentrieren, andere zu töten? Na ja, komm, versuchen wir. Oh, eine Reichweite mit dem Teil, ne? Oh, Mann. Alter, echt? Guck mal, wie viele Truppen wir jetzt haben. Was ist das? Warum habe ich nur eine Rakete geschossen? Aber wer hat das gedacht? Da wird schwierig. Und der hat irgendwie auf der anderen Seite hier gerade spawnt. Also ich baller alles auf dich. So, danke. Schon mal einer. Oder zwei, keine Ahnung. Ich werde dich als Bomber irgendwie bei den Gegnern irgendwie markiert, weil irgendwie ist er bei mir da auch so, ne? Bomber sehe ich irgendwie alle auf Karte, ist auch cool. So. Killen wir mal die Leute hier. Oh Gott. Egal.
Ich hab Schaden gemacht. Also. Also ich mähle dich. Ich sag, mach einen Nahkampfangriff. Hab ich denn überhaupt? Ja, ich hab grad Punkte bekommen, also. Oh Gott. Oh Gott. Ja, und ich zerstöre das Ziel. Was hast du eigentlich? Dann bin ich so frustriert. Wir schaffen das schon. Guck mal, jemand ballert mich gerade ab. So, hier sind zum Beispiel Geschütze. Soll ich die erledigen? Weiß ich nicht. Ah. Eine Menge Punkte erlaubt bekommen, ja. Schaffen wir das noch? Weiß ich nicht. Ich krieg Punkte, das ist also mir ist das eigentlich egal. Die Zukunft meines Imperiums ist mir egal. Ist mir egal. So wenig. Mir egal, egal. Ja, fliegst du geradeaus? Hast du gerade abgehoben? Was? Okay. Red 7 Reporting. Was? Hast du hier ein Rollenspiel im Chat oder was? Was ist das hier für was? Du siehst nicht gerade das an, was ich gerade will. Was ist mit denen los? Dann mit der Sonne von Rick und Morty. Oh, wir haben verloren. Oh. Aber wie? Da, seht euch mal die Flugkünste an. Ist einfach durch uns durchgeflogen. Ja, okay. Weil zum Vergleich zu den Raumjägern der Rebellen sind unsere TIE Fighter irgendwie vergleichbar mit Pappmaché. Bomber besiegen, Sternjäger besiegen, der Auserwählte. Ich will der Auserwählte sein. Verdammt Auserwählte, ne? Wie die immer irgendwie Screen Time klauen müssen, ne? Ray, die ist auch eine Auserwählte. Eine unserer Kamino-Klonanlagen wird von Separatisten angegriffen. Ja, wir müssen was verteidigen. Gut. Also ich muss mich nicht auf verkackte Ziele konzentrieren. Ich muss immer noch 4 Geschütze töten. Ja, töten. Oh, Maschok setzt töten ein. Hey. Mein Name ist nicht Rick. Mach schon jetzt töten. Nein. Okay, hey, ich habe weniger AP. Kann ich unsere Geschütze auch zerstören? Was? Wie? Die kommen doch von da, was? Bam, 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 bam. Aber man, wir konzentrierten sich hier auf mich. Weißt du, ich konzentriere mich auf die... Obwohl doch, ja.
Ich war das so, ich habe irgendwie so gedacht, ich konzentriere mich auf die Raumiger, indem du mich tötest, verhinderst du sozusagen, dass ich eure Leute töte, was dich irgendwie nicht weiterbringt, aber da lag ich irgendwie falsch. Durchblick den Anfang. Du frisst Staub. Warum hört er auf anzuvisieren, ey? Wir müssen sicherstellen, dass der Benarco einsatzfähig bleibt. Lauf, Kollege. Mir kann nichts passieren. Ich habe R2 Heilung. Ja, der ist einfach da reingeflogen. Dieser Pisser. Wie er hat Schaden gemacht. Wo seid ihr? Alter, still, verdammt. Boah, das ist ja. Oh, ihr. Ich weiß nicht, ob das zählt, wenn ich die töte. Boah. Alter, bleibt mal irgendjemand hier stehen, damit ich euch töten kann. Alter. Will ich nicht Bomber? Mache ich nicht irgendwie voll Schaden? So, komm her. Ja, verarschen wir. Wir verarschen? Ja, jetzt kriegt jemand anders den Kill. Hey. Das ist pure Verzweiflung jedes Mal, wenn ich zocke. Was ist das? Na. Alter. Hey, ich krieg hier nichts gekillt. Ja, das ist Kill Assist. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ja, Pisser. Wo sind meine Raketen gerade hingeflogen? Jetzt mich verarscht. Hey. Für all das nur 400 Punkte ist. Boah. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Republikanische Kreuzer. Heißen wir unsere Gäste gebührlich willkommen. Ich hasse jetzt Kreuzer zu beschützen. Die fighten wir also schon. Okay. Aber schon wieder ein Killer Assist. Was? War meiner Gottvater. Hey. Lass mir Waffen. Ja. Okay, schon wieder Kill Assist. Was ist da eigentlich? Ist hier jemand einen Scherz erlauben oder was? So, was ist das da? Einzelkampf oder was? Die tun sich hier nur. Alter, was soll das? Habt ihr gesehen, wo die hingeflogen sind? So, was zum Teufel macht ihr hier? Der verfolgt den. Boah, leck mich. Ich hab keinen Bock drauf. Habt ihr gesehen, wo die Raketen gerade hingeflogen sind? Sind alle? Sind schon alle da? Kann ich da irgendwas kaputt hauen? Die ballern ja die ganze Zeit auf den. Irgendwie ist hier niemand. Zerstört jedes Schiff, das unsere Kreuzer angreift. Ah! Ah! Hilfe! Kann ich da? Nein. Ah! Ja. Bomber der Hygienenklasse haben einen Angriff eingeleitet. Haltet sie auf! Irgendwie sind hier keine Gegner. Ach, da sind auch noch welche. Boah. Ausfall der Lebenserhaltung wahrscheinlich. Was? So, wehe, die fliegen jetzt wieder vorbei. Los, mein Geschütz. Schieß die Raketen hinter mir ab. Ja, oh Gott. Da verdammt. Da spielt ja eigentlich jeder einen Bomber. Ich krieg hier niemanden kaputt. Wir haben einen unserer Kreuzer verloren. Ihr seid mal kaputt. Ey, danke. Ein Kill. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Dings jetzt zählen, ja. Kill Assist. Ich hoffe doch. Sonst wird das hier noch ewig dauern.
Hey. Okay, sehr gut. Oh Gott. Ja, komm, du und ich. Du und ich, Mann. Ah. Ich stelle mir nur gerade irgendwie vor, wenn du irgendwie in mein Squad wärst, hier in irgendwie im Star Wars Universum. Wir sind ja alle irgendwie per Kommunikationslink und so verbunden. Und irgendwie die anderen Leute in meiner Flotte hören die ganze Zeit nur so, ah, ah, ah. Okay. Ich fliege ein bisschen zu schnell. Die Schiffe aus. Mach weiter so. Wir können sie. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Bleibt nur noch einer. Ja, dann haben wir in der Tasche. Haben wir noch eine Runde gemacht, ne? Oh ne. Das war Slave One, die hau ich kaputt. Die hau ich kaputt, meine ich, hau ab. Weil ich krieg die neben dem down. Erledigt. So geholfen natürlich. Oh Gott. Teamplay, okay. Natürlich. Der besteste Teamplay aller Zeiten. Fällt mir einfach nicht. Ey. Oh, gerade wo ich den so schön abschießen konnte, da kommt einer von hinten. Na, 100 Leute noch. Komm, gucken, wessen 100 als erster abläuft. Was ist das? Oh, Laser. Weiß nicht, was da ist, aber ich hau das mal kaputt. Feindlicher Bombenangriff gestartet. Den mach ich platt. Na, warte. Versprecht mir, dass ihr sie nicht gewinnen lasst. Gar nicht mal so schlecht. Nein, Finger weg. So. Natürlich, klasse. Ich habe die ganze Zeit auf die drauf gewartet, aber klasse. Oh, wir sind meine Raketen schon wieder vorbeigeflogen. Ey. Das gibt's da einfach nicht. Ja, ich habe noch zwei mitgenommen. Was machst du jetzt? Ha. Ich weiß nicht, ob die zählen, aber was soll's. Ja, schon mal locker, hallo. Guck mal. Guck mal. Wir werden nicht kampflos sterben. Schilde wiederhergestellt. Strahlenwaffe online. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Sehr gut. Ich heil mich, ich heil mich. Geile Heilung, Herz hoch. Sehr gut. Doch, ich kann gleich in den Helden spielen. Ausgezeichnet, aber ich ist gleich vorbei. Ah. Hass, Wut. Und ich bin der letztplatzierte in meiner Gruppe, natürlich. Das haben die Klappergesteller davon, dass sie Klonsoldaten unterschätzen. Boah. Budokon Savior, was von Apes Odyssey oder Exodus Oddworld meine ich. Was ist der Plot? Muss man nicht kennen. Ist ein komisches Spiel. Da kann man furzen. Da kann man Besitz von seinem Furz ergreifen. Dann kann man den Furz zum Explodieren bringen.
Leute damit zu töten. Ja, okay, ich muss noch ein paar mit dem Bomber töten. Einen, glaube ich. Hey, ich muss noch einen Kill mit im Sternjäger-Modus töten. Keine Ahnung, ich vergesse jedes Mal. Raumschlacht, meine Güte. Oh, hi, geil, guck mal. Wir sind die Bomber. Jetzt sind wir NATO-Brücken verstanden. Na toll. Soll ich denn gegen den gelben Blitz ausrichten? Hallo? Der teleportiert sich so schnell, da kann ich gar nicht erstmal gucken. Ey. Ja, Geschütze, ich muss Geschütze töten. So, komm her. Okay. Das ist verkackte Geschütze immer noch stehen, ey. So, hier sind Geschütze, gut. Und Geschütze töten. Das oberste Priorität. Scheinen sowieso im Abführen zu sein. Abführen! Okay. Wenige Schütze, ich muss noch ein paar erledigen, komm. Hat kein einziger angegriffen, ey. Nur ich. Aber kriegst du voll viele Punkte dadurch, ey. 300, hallo? Also mache ich die schnell platt, damit mir keiner wegnehmen kann, ja. Zwei habe ich. Da ist noch zwei. Stelle Kontakt hier. Guck mal, wie wir die auseinandernehmen. Oh Gott. Da war der gelbe Blitz, habt ihr ihn gesehen? Ich meine, der war blau, aber... Okay. Was? Becker. Wieso gar nicht, ob wir ja was auch haben? Oh Gott, das war ein bisschen zu komisch geflogen. Aber ich krieg Punkte und diese Punkte kann ich gebrauchen zum Hochleveln. Zum Aufballern meines Bombers. Zum besser spielen. So, ich mach mal. Hier sieht mich schon jemand. Was hat er gesagt? So, ich habe gehört, hier sind Geschütze. Sind ja keine Geschütze mehr? Hier sind keine Geschütze mehr. Mist, verflucht da. Dann mache ich eben euch platt. Was habe ich bekommen? Schnellster Schrotthaufen, der auserwählte Kiste. Alles klar. Ich bin als erster da. Pass auf. Guck mal. What? Was ist das? Das kenne ich nicht. Hör auf damit. So, ist jetzt dann auch ein Geschütz. Will ja schon fast ja sagen, ne? Sehr gut. Geschütz zerstört. Ich nehme an, das Augengeschütz, ne? Ja, mach ich da. Lass mich machen. Na. Ah. Aber ganz schön lang gebraucht, um mich zu töten, ne? Ich habe die schon vor Ewigkeiten da gesehen. Aber wir töten einfach weiter mit Bombers. Da muss auch Gegner erledigen, ne? Oh, den gesehen. Immer noch 10 Gegner, ne?
Da habe ich ja jetzt mit den Geschützen bekommen oder nicht? Sie, da wären wir am Vorteil, wenn ich irgendwie sehe, meine Sammlung ja im Menü ansehen könnte. Aber nein, oh Gott. Oh Gott. Da. Na komm. Gucken, wie lange das anhält. Die Zeit, sich im Schatten zu verstecken, ist vorbei. Es ist nur noch ein republikanischer Kreuzer übrig. Alter. Wie kannst du mich anvisieren? Ich bin unsichtbar. Dich schnapp ich mir. Ah, verdammt, das Ding. Oh. Das ist ja sowas von Kacke, ey. Das ist ja so irgendwie kurze Zeit, mal zu gucken, was die Fähigkeiten und also was können, ne? Und bei Zeit irgendwie, in dem du weißt, was da für Fähigkeiten sind, bist schon wieder tot. So, mach mal jemand das Ding hier noch kaputt. Wir sind gerade am Gewinn. Oh. Der hat einfach alles ein. Er ist immer noch ein Geschützmann. So. Wieder wie war, oh Gott, wie war das gerade nicht mein Kill, ey. Das mit den Kills wird nichts, glaube ich, mit dem Bomber Kills, aber ich habe die tägliche Ausführung, das ist doch auch was, ne? Muss ich halt irgendwann noch mal notieren. Danke. Danke. Hör auf. Ich bin hier gerade am Anvisieren, ey. Der macht die alle platt, bevor ich hier. Oh. Ja. Da sind da irgendwie Geschütze. Ich würde die gerne kaputt hauen. Ah, das hat nicht gereicht. Oh. Komm schon. Jawohl. Nach hinten sichern. Ich werde auch ein paar Punkte, wenn ich dann im Spiel mache. So, jetzt muss ich nur noch Kills mit meinem Bomber kriegen. 10 Stück. Ja, das wird ja, das ist ja voll easy. Ne? Da unten war Triebwerke, ich wollte schon sagen. Ahaha. Bomberkadett. Oh. Schnapp ich mir alle, komm. Dr. Vargos, was? Schilder wiederhergestellt. Strahlenwaffe einsatzbereit. Ich weiß doch immer nicht genau, wie dieses automatische Geschütz funktioniert. Tut irgendwie automatisch Gegner anvisieren und dann feuert es irgendwann was ab. Weißt du nicht genau, ich habe irgendwie gehört, funktioniert die Hälfte der Zeit nicht, wenn ich das mache.
Oh, wir sind nicht verarschen. Oh, wir sind nicht verarschen. Was soll das? Könntet ihr mal alle stehen bleiben? Danke. Wir sind gewonnen, noch soll's. Ey. Derzeit keine Ahnung, was hier los ist. Ey. Aber 3006 Knöpfe. Das ist auch was. Bisschen Geld ausgeben für meinen Bomber, glaube ich. Ich muss mir irgendwann mal, bevor ich irgendwie offscreen irgendwas, bevor ich irgendwie was aufnehme oder so, meine ganzen Heldenfähigkeiten ja ansehen. Das Problem ist, wenn man sich das anguckt, wenn man gerade irgendwie so 2000 Punkte hat oder so, und man sieht irgendwie hier Darth Maul spielbar, dann gehe ich irgendwie so dahin, drück F1 und guck, was der kann. Nachdem ich das dann alles auswendig gelernt habe, ihn schon jemand wieder abgegriffen. Deswegen muss ich den immer schnell nehmen. Und dann habe ich irgendwie keine Ahnung, was der kann, weil ich dann einfach ohne Fähigkeiten nachgeguckt habe, den genommen habe. Das ist mein Problem. So, der Auserwählte Kiste. Ja, damit. Du bist das. Ach, ist das das? Du warst der Auserwählte. Ja gut. Warte mal hier. Was habe ich denn für jeden? Achso, Emote. Mhm. So, kann ich irgendwas machen? Vergiss die Dauer der Raketenzielerfassung. Das ist doch eigentlich nicht schlecht, ne? Gesamtgesundheit. Dafür brauche ich Level 12. Das dauert mir zu lange. Ich möchte vielleicht eine dritte haben. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Ja, Waffen gegenüber Hitzung, das ist interessant. Raketenbeschuss, höherer Schaden. Das ist gut, wenn man irgendwie zielorientiert spielt. Triebwerke. Gegenmaßnahmen laufen. Höherer Schaden. Schaden. Was? Höherer Schaden. Was? Da kann man halt richtig hoch buffen oder was? Raketenbeschuss. Warte mal. Das ist bei jedem irgendwie anders, ne? Doppelter Proton-Torpedos. Und hier ist auch wieder. Erhöht den Charme von doppelten Torpedos. Ionenkanone Laufzeit. Hört hoch. Was? War bin ich jetzt ganz doof? Tun wir dann upgraden. Aber warum nicht? Weil die Erfassungen verkürzen, das ist vielleicht nicht so schlecht. Damit hier muss ich einigen auf Level 22 kommen. So gut, und dann würde ich sagen, war es das für diesen Part, ne? Ja, okay, gut, weil nicht, was wir als nächstes machen im nächsten Part, vielleicht, okay, vielleicht nicht Ewok Jagd, irgendwas anderes, Beispiel mal wieder Gefecht oder so, hat doch eigentlich Bock gemacht, ne? Würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar und also was. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao.